Interview und Analyse zum 13. Rennen. Abschluss des Renntages dann mit dem Christian und der Paola Hohl sowie dem Martin Floh mit Schiss bei BMG. Sicherlich von der Klasse ein Hothalk, der war immer in dem Derby Dritter, weiß ich jetzt nicht mehr genau. War die Paola Hohl, zuletzt war sie wieder dort, wo du sie eigentlich auch erwartest und wie sie eigentlich auch war. Natürlich Mutterstundenpause, Verletzungspause, hat ein bisschen gedauert, aber die Klasse hat sie allemal, um auch hier sehr prominent zu sein. Das hast du richtig erkannt und vor allen Dingen, man muss sagen, das war ganz ein normaler Step-für-Step-Aufbau, wie man ihn eigentlich gerne hat und ist auch voll aufgegangen. Sie war letztes Mal schon sehr, sehr gut drauf und warum soll es heute nicht sein? Bebrechtsdorf mag sie auch. Fehlerlos wird sie wohl nicht leicht zu biegen sein. Schiss bei BMG, die letzten zwei Leistungen, glaube ich, auch für euch ein bisschen enttäuschend gewesen. Die Rennverläufe waren nämlich gar nicht so schlecht. Richtig, wir hatten eigentlich mehr erwartet. Und ich muss aber dazu sagen, er hat die letzten zwei Wochen unheimlich gut gearbeitet. Er wird wohl auch eine Kleinigkeit nicht in Ordnung gewesen sein. Und wir haben auch ein paar Blutbilder gemacht. Es war nicht viel Differenz, aber doch ein klein wenig und vielleicht hat es auch Catchpipe ein bisschen gespürt, dass es nicht ganz auf 100 sein kann. Was ich noch dazu sagen will zu dem Rennen, ist auch das, wir sehen hier das 13. Rennen. Ich möchte schon ein Kompliment an den Organisator, und das war nämlich Hubert Brandstätter, machen und man sieht schon ganz deutlich, was möglich ist, wenn man will und kann.